Willkommen bei Ein gesundes Pferd. Heute geht es um das Thema Unwohlsein und Schmerzen beim Pferd im Auge erkennen. Hallo, ich melde mich mal zum Thema Schmerzgesicht. Und zwar habe ich ja letztens eine Umfrage gemacht, was ihr lieber sehen wollt. Eine Blickschulung für hinter der Senkrechten oder Schmerzgesicht. Und da war eindeutig Schmerzgesicht vorne mit dabei. Und da das aber ein komplexeres Thema ist, möchte ich dazu ein bisschen genauer drauf eingehen. Und zwar habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht bei Prida, im Falle eines abgestorbenen Darms und einem handballgroßen Tumor ein Schmerzgesicht vorzufinden, was das klassische Schmerzgesicht ist, wenn man es findet. Also wenn man es googelt, findet man dieses klassische Schmerzgesicht. Das sind rausstehende Venen im Gesicht, das sind zusammengezogene kleine Nüstern, spitzes Maul, kleine, dreieckige Augen, manchmal angeschwollenes Gesicht, ein torkeliger oder krüppeliger Gang. So, das sind so klassische Anzeichen, wie man sie findet im Internet. Aber ich sag mal so, wenn das Pferd so in so einem Zustand ist, ist das Kind schon im Brunnen gefallen. So, und ich möchte jetzt das, was ich beinahe täglich sehe auf Instagram, in meinem Umfeld, darauf eingehen, auf das Schmerzauge. Und ich weiß, dass es viele Leute triggert, denn ich selbst bin davon betroffen. Und zwar, wenn man erstmal, also wenn dieses Fenster vor einem so zerbricht, dass man das wahrnimmt, was das bedeutet, dass Pferde so ein Auge haben, muss ich sagen, ist das Leben ein bisschen anstrengend. Und ich selber als Pferdebesitzer oder wir sind ja so, dass wir nur das Beste für unser Pferd wollen. Nur das Beste. Dann ist es auch so. Dann will unser Gefühl auch etwas sagen. Und wenn man das auch noch im Auge erkennt, dann sollte man das Problem auch angehen. So. Zum Thema Schmerzauge. Was ist denn dieses Schmerzauge? Ihr seht jetzt hier einmal ein Bild. Da hat Prita das klassische Schmerzgesicht. Da fehlten ihr, also da sind schon bereits ein paar Meter Darm abgestorben. Und das sind natürlich höllische Schmerzen. Also, das war ihr Gesicht zu diesem Zeitpunkt. Dann habe ich hier jetzt nochmal ein Schmerzgesicht. Da sind wir gerade, da haben wir den Stall gewechselt und sie musste mit einem anderen völlig fremden Pferd 2 Wochen in Quarantäne. Das würde ich auch so nie wieder machen, aber es war keine andere Option vorhanden, außer 2 Wochen Quarantäne auf einer Weide. Und ich habe sie gut unterstützt, was den Magen betrifft, aber es war nicht ausreichend. Also sie hat in dem Fall ein starkes angeschwollenes Schmerzgesicht. Also das war ein völlig anderes Schmerzgesicht als das, was bei der vor der Kolik-OP war. Und aber das war auch eindeutig und ich sag mal so, da war auch das Kind im Brunnen gefallen. Ich habe sie dann auf Magengeschwüre behandelt und 2 Wochen später stand auch wieder ein ganz anderes Pferd. So, und jetzt zu dem Schmerzauge, was ich leider sehr häufig bei Prida sehe. Und jetzt zeige ich euch ein Bild. Das war gerade zuletzt im Januar. Und das an dem Tag oder an dieser Zeit hatte sie nach dem Sturm, es war 26. Januar, genau, ja, Magenschmerzen entwickelt. Die zeigte sie mir auch eindeutig an anderen Symptomen dann. Aber ich finde sehr gut zu erkennen, das klassische dreieckige Auge. Und darauf möchte ich mit euch, oder da möchte ich jetzt die nächsten Bilder, die. So, jeder, der jetzt natürlich bei seinem Pferd erkennt, oh, mein Pferd hat ein Dreiecksauge, dann heißt es auf Spurensuche gehen. Also, erstmal möchte ich von meiner Erfahrung sprechen. Letzte Woche, als es Dauer geregnet hatte, hatte Prida ein dreieckiges Auge, als ich sie sie lebt im Offenstall, als ich sie reingeholt hatte. Und im Laufe dieser Zeit habe ich sie trockengestellt, die Decke abgemacht, entspannt. Sie war einmal raus aus dem Wind und dem Regen und auch von ihren anderen gestressten Herdenmitgliedern. Und innerhalb dieser halben Stunde entspannte sich dieses komplette Auge wieder. Und es gibt halt eine Studie von einer Sarah Hinze. Und die sagt, dass die Anzahl der Augenfalten
nicht ausschlaggebend ist, sondern die Ausprägung und die Winkelung des Auges in unangenehmen Situationen. Also in unangenehmen Situationen. Unangenehme Situationen können sein Dauerregen, Stress in der Herde, gerade eine Futterpause, Fresspause, chronische Schmerzen. Der Grund dafür ist der innere Augenheber, der sich in Stresssituationen zusammenzieht. Dadurch kriegt dieses Auge wohl diese Winkelung. Das Problem ist immer mit solchen Studien, das sind meistens Pferde, die an Universitäten stehen und häufig für Studien rangezogen werden. Das heißt, sie durchlaufen eine Studie, haben wieder Pause, laufen leer und es gibt eine neue Studie mit diesen selben Pferden. Das heißt, diese Pferde haben auch häufig was erlebt. Und ich muss sagen, dass zum Beispiel ein Wildpferd auch Stresssituationen ausgesetzt ist. Futterknappheit, dass mal ein Fohlen gerissen wird aus der Herde, dass lange Pausen von Wasser, also Wasser, Trinkpausen, so, und das ist auch Stress für ein Wildpferd. Dennoch kann man in Wildpferdeaugen, wenn man mal googelt, einen deutlich anderen Blick erkennen. So, und ich muss sagen, in Deutschland ist mit eine der schlechtesten Haltungen, also wenige Ausnahmen ausgenommen. Und dazu muss ich auch ganz klar sagen, es sind nicht die schönsten Ställe, wo die Pferde gesund und glücklich sind. Es können der rümpeligste Stall sein. Hauptvoraussetzung für Pferde ist ausreichend Futter als Dauerfresser und eine Herde als Herdentiere. Das Problem fängt schon mal bei der Herde an, wie wir sie zusammenschmeißen. Es ist so, Pferde leben in der freien Wildbahn mit ihren Familienmitgliedern zusammen. Das ist hier überhaupt nicht gegeben. Das heißt, das sind schon mal Dinge, die können wir als Mensch gar nicht ändern. Das heißt, wenn wir wissen oder wir können Schmerzen ausschließen, wir können, wir halten die Pferde einigermaßen artgerecht, dann kann man manchmal nicht viel machen. Vielleicht reicht ein zwei, drei Tage Pause. Aber damit will ich sagen, wenn du siehst, dein Pferd hat so ein Auge, hinterfrag es. Wie ist die Haltung? Auch Boxenpferde können eine tolle Haltung haben. Ich bin nicht anti-Boxenhaltung, ich bin auch nicht anti-Offenstall. Ich finde, es muss passen, natürlich. Aber es ist die Suche im Heuhaufen, so einen Stall zu finden, wo die Pferde viel rauskommen. Selbst Boxenpferde, die sind glücklichsten Pferde der Welt, die können sich zurückziehen. Und das ist halt auch viel, also oft besser, als in Herden zu stehen, wo sie Dauerstress leiden. Und diesen Dauerstress muss man nicht erkennen oder kann man oft nicht erkennen, denn tun so, als ob alles okay ist. Dabei ist es gar nicht okay. Das heißt, auch Traumata können dahinter stehen. Es gibt viele Pferde, die in der Aufzucht, also zweijährig, ein Fohlen bekommen. Das heißt, die kosten natürlich Geld, sie werden gedeckt. Das heißt, dieses junge Tier kriegt nochmal ein Fohlen. Das wird dem entrissen. Und was dann passiert, ist auch noch eine stressige Einreitphase. Das können wir als Pferdebesitzer, die das Tier 10 Jahre später haben, kaum lösen, das Problem. Aber es sind tiefe Wunden, die im Pferd hinterblieben sind. Und das ist auch okay. Also beziehungsweise ist es nicht okay, nein. Aber wir können damit Frieden finden. So, und deswegen gebe ich jetzt nochmal so Tipps, die man machen kann, die mir sehr viel geholfen haben. Zum Beispiel, wenn man keine chronische Krankheit ausschließen kann, also darunter zählen Arthrose, Spat, Magenschmerzen, Husten, Lungenschmerzen, also all sowas, was man natürlich nicht direkt auf Anhieb sieht bei Fluchtpferd oder die Schmerzen noch nicht so stark sind, dass, wie gesagt, dieses starke, ausgeprägte Schmerzgesicht da ist, dass man sagt, okay, jetzt muss ich handeln, dann kann man wirklich ganz wunderbar eine Kur mit CBD-Pellets machen, also Hanfpellets mit CBD-Gehalt. Das ist quasi eine natürliche Schmerztherapie, ohne dass sie auf den Magen geht. Also wir Menschen machen das dann ja auch, um einmal diese Schmerzmuster zu durchbrechen, dass wir einmal eine Runde Ibuprofen nehmen. Das ist beim Pferd aber natürlich völlig absurd und auch nicht gut. Und Metacam genauso. Es geht auf den Magen und schädigt auch die Magenschleimhaut. Und man holt sich das nächste Problem rein. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, ja, es könnte was sein, mach doch mal eine Hanfpelletskur mit CBD-Gehalt und guck, ob sich das Auge entspannt. Also wann ist das Auge
Ja, eckig, wann wird's rund? Ist es, wenn du das Pferd von aus der Herde holst, eine Stunde später wieder entspannt, dann können es Herdensituationen sein. Ist es vorm Reiten entspannt und nach dem Reiten unentspannt, dann kann es der Sattel sein oder die Reitweise oder dass das Pferd muskulär gar nicht in der Lage ist, einen Reiter zu tragen. Das heißt, Spurensuche, hinfühlen, wo könnte das Problem liegen, was auch sein kann, sind Fresspausen. Wie ist das Pferd vor der Fresspause? Also wenn man sagt, jetzt sind gerade 3 Stunden um, jetzt gibt's Heu, wie sieht das Auge dann aus? Wie sieht es eine halbe Stunde nach dem Heu aus? Dann kann man, so kann man so Ausschlussverfahren machen. Also dann kann man sagen, gut, oder nicht Ausschlussverfahren, sondern man kann das eingrenzen, wo das Problem liegt. Magen, ja, chronische Schmerzen, Psyche. Dann kann ich euch demnächst auch noch mal mehr zum Thema Heilströme erzählen. Das kann nämlich jeder. Das macht sehr viel Spaß und man kann seinem He Pferd helfen, ohne dass man groß was aufwenden muss. Und viele Dinge sind günstig. Günstig in der Natur, schädigen nicht. Und ja, dazu aber später mehr. Ja, jedenfalls möchte ich jetzt erstmal eine Runde schauen, wer erkennt das klassische Schmerzauge. Los geht's. Ach, eins noch, wenn jetzt jemand Interesse daran hat, mal gucken, ob sein Pferd irgendwelche chronischen Schmerzen hat, kann ich die Hanfpellets von der hanferei.at empfehlen. Und da habe ich auch einen Code 10% für euch. Der ist jetzt einmal hier. Genau. Das heißt, da könnt ihr einmal schauen, das tut dem Pferd nichts und ihr könnt es ein bisschen eingrenzen, woran es vielleicht liegen könnte, dass euer Pferd dreieckige Augen hat. Aber nichtsdestotrotz, ihr seid tolle Pferdebesitzer und jeder kümmert sich um sein Pferd aufopferungsvoll und manchmal haben wir es gar nicht in der Hand. Nur wir dürfen nicht weggucken. Wir dürfen wirklich nicht weggucken und es ignorieren und es wäre schön, wenn viele Menschen das bei seinem Pferd sehen können. Und das Problem sogar noch rausfinden können kann. Und eventuell kann ich da ja auch bei Hilfe. Wenn du noch viel mehr über natürliche und nützliche Themen rund ums Pferd erfahren willst, dann schau gerne auf Instagram vorbei. Dort findest du meine Stute und mich unter ein_gesundes_Pferd. Bis bald!